Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They lived in peace until hunters took their dad away. And they had to go on the run. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick, and they had to move on. The brothers made it to the home of their ancestors, and the old wolves took care of them. Unfortunately, the hunters were hot on their trail and found them. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south. Ein paar Sachen werden übersprungen. The old forest of the giants, where they met a pack of stray dogs who worked in a secret farm. The brothers joined them and worked hard to stock up on gold for the future. They were happy to find others like them, and everybody loved the little wolf, who was growing up fast. His power was growing too. The little wolf was more and more confident and independent. The big brother hooked up with a cool she-dog. They had their own adventures. Suddenly, the mean farmers who owned the land tried to hurt the brothers. The little cub was injured. He transformed into a super wolf and destroyed everything. The big brother was badly wounded. And worse, he didn't know where the little cub was. Oh, diese Nacherzählungsart ist aber auch wirklich, ah, oh, da geht's schon wieder los mit, das geht ja gleich richtig los. Die ist so schlimm, also sie ist so schön, aber auch wirklich so dramatisch und alles. Aber ich habe total verdrängt, ja, der Kleine wurde angeschossen. Der hat einen Streifschuss gekriegt, oder? Streifschuss? Voll getroffen? Streifschuss. Hey, Sean. I'm sorry. I didn't mean to. It was a bad idea. Daniel. No way. It's all good. Wann sind wir? Wish I listened when you tried to stop me from going with Finn. I was too pissed. It's okay, dude. You're my brother. And that's all that counts. So, why don't you come and get me? I'm alone, Sean. I don't know what to do. I'm scared. Don't get so close to that edge. Please, come and get me. Yes. I swear. Stop! Wow. Ich bin so froh, dass wir im Krankenhaus sind.
einem Krankenhaus in Norden Kaliforniens. 2 Monate nach der Explosion in Merrills Büro. 2 Monate. Fuck. Das ist auch noch so ein großer Unterschied zum ersten Teil. Dass man solche riesigen Sprünge dazwischen hat. Zwei Monate. Essensreste. This must be my punishment. Can't even focus on the page. This sucks ass, man. 26.03.2017. Ich lag wochenlang im Koma. Blind. Gearscht. Plus in Polizeigewahrsam. Bald geht's in den Knast. Ich drehe in Krankenhäusern durch. Ich hasse das. Wo ist Daniel? Und ich habe Angst. Meine Frau Reichenstein. 30.03. Hab versucht zu zeichnen und Zeit totzuschlagen. Das Zimmer ist wie ein Käfig. Doch ich bin jetzt scheiße. Keine Tiefenwahrnehmung, keine Kunst, kein gar nichts. Vorhänge kürzen. Viel Glück dabei. Eine Frau Kanzlerin geht raus. Wieder fängt an zu toben. So, 30.03. Hab versucht zu zeichnen, um Zeit totzuschlagen. Das Zimmer ist wie ein Käfig. Doch ich bin jetzt scheiße. Keine Tiefenwahrnehmung, keine Kunst, kein gar nichts. Konzentration, gleich sofort Migräne. Ich drehe hier durch. Bin weinend aufgewacht. 3.04. Special Secret Agent Flores. Sie versucht, eine Bindung zu mir aufzubauen. Färm mich ein und vertrau mir. Beschissen. Die Cops können Daniel nach der Explosion immer noch nicht finden. Also ist er da draußen. Allein. 11.04. Alles Gute zum Geburtstag, Daniel. Wo auch immer du bist. In Anno. 15.04. Claire und Steven haben mir einen netten Brief geschickt. Ich bin so einsam, dass ich ihn 2-mal gelesen habe. Komisch, dass ich sie jetzt vermisse. Es ist so cool, auch von Captain Spirit zu hören. Ich bin froh, dass es ihm gut geht. Meine Skizze von Joey ist nicht schlecht. Ich bin so froh, dass es hier ist. Dass er hier ist. Joey. Captain Spirit geht's gut. Da. 20.04. Ich wünschte, ich könnte Cass nochmal spielen hören. All diese Lieder sind fort. Aber nicht unsere gemeinsame Zeit. Hm. 25.04. Ich habe Daniel übel mitgespielt. Ich habe Finn zum mal seinem Bruder werden lassen. Völliger Quark, ey. Das ist ein Quatsch. Yeah. Thanks for the card, Agent. Can't wait to text you. US-Justizministerium FBI, Maria Elena Flores, Special Agent Abteilung Seattle. Ruf an, wenn du reden möchtest, Tag oder Nacht. Mhm. Can't catch shit. Zero depth perception. Ja, das ist... Ja. Oh. I miss Cass so much. Wish I could hold her. Cassidy's Brief. Uiuiui. Howdy, Stadtjunge. Ich wette, du bist überrascht, von mir zu hören. Ich habe nach meiner Befragung von der Polizei erfahren, dass wir im selben Krankenhaus waren, aber erst bei meiner Entlassung vor einem Monat. Also schreibe ich dir und hoffe, du bekommst diesen Brief. Ich wünschte, ich könnte alles sagen, was ich sagen möchte, aber du weißt nie, wer mitliest, richtig? Falls irgendwer anderes das liest, fick dich. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht. Ich selbst erinnere mich nicht an viel, außer die Explosion in Merrills Büro. Und dann bin ich im Krankenhaus mit einer Aufprallverletzung heilt. Und dem, was die Ärzte Explosionstrauma der Lunge, tut weh, nennen, aufgewacht. Ich bin froh, dass ich noch Gitarre spielen und singen kann, auch wenn mir nicht danach ist. Du lernst eine Menge über Medizin, wenn du in einem Krankenhausbett festsitzt. Aber das weißt du ja. Mein süßer Compadre, ich arbeite noch an mein Espanol. Ich vermisse meinen Unterricht und meine Lehrer. Du weißt vermutlich mehr darüber, was vor sich geht, als ich. Aber Anna, Penny und ich wurden ohne Anklage entlassen.
Die Polizei hat sich gefreut, eine Farm voller Drogendealer hochzunehmen, statt ein paar Vagabunden, die auf dem Feld arbeiten. Wir haben nach dir und Daniel gefragt, aber keine Antwort bekommen. Überraschung. Da Finn und du weg seid, ist unsere Zugfamilie irgendwie zerfallen. Wir sind jetzt ein einsames Trio und reisen per Zug durch den Staat. Doch es fühlt sich wie ein Kreis ins Nichtslauf an. Es fühlt sich wie im Kreis ins Nichtslaufen an. Anna und Penny sind nicht dieselben und wir streiten uns zu oft. Ich bin mir nicht mehr sicher, dass wir noch lange zusammenbleiben werden. Scheiße, verändert sich, richtig? Vielleicht habe ich eine Reihe neuer Blues-Songs für die Straße. Ich weiß, du stehst bald wegen der Sache in Seattle vor Gericht und dass du die Gerechtigkeit und Freiheit bekommen wirst, die du verdienst. Du und Daniel seid unglaubliche Brüder und ich hoffe, ihr findet bald euren Weg nach Hause. Ich hoffe, wir können unter einem neuen Mond erneut nackt schwimmen gehen. Es ist eine große Welt und vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Ich werde immer dein Lied singen. Liebe und Frieden, Cassidy. Oh, Liebe und Frieden. Eieiei. Der Wolf. Tja. Mehr als den Fernseher anmachen können wir jetzt gerade nicht. Yay. Stupid reality shows. Ja. Ah, Joy rufen. Ah, oh. I'm supposed to call the nurse when I'm done eating. Guess I'm done. Ja, und wir können nichts machen, außer zeichnen. Wir haben noch gerade gerufen, oder? Ja, wir haben einen Knopf gedrückt und gewartet, kommt keiner. Und wir üben Zeichnen mit einem Auge. So hard to focus. Gotta practice way more. Not giving up. I guess that's an okay start. But I can keep going. Ach so. Ja, fühlt sich wie Knast an. This room feels like a prison. But I'd rather stay here than go to Jolina Shore. Yo, afternoon checkup. Sure. Good day, Sunshine. Hey, Sunshine. Hey, man. That looks like it might have been food. Hard to tell. Ha ha. Never heard that before. Oh, somebody is in a bad mood. Sorry, Joey. Not feeling it today. I don't blame you. But maybe I got something to cheer you up. Pecans and chocolate? Uh-oh. There's that smile. Thanks, Joey. So how you feeling today? Any headaches? Socket pain? No. It's all good. Well, this is your final test before... you know. Before they... check you out. Check me out to Juvie. Yeah. Okay, let's see. That's in a blur, isn't that? You know the drill. Don't blink and just stare at the light. Yes, nice retina response. Okay, now, try to follow the light as well as you can. Come on, Sean. You've been there before. Good,
Good. Witzig, dass ich das machen muss. Quick response. Nice. Remember, to see objects on your left side, you gotta turn your head more now. Yes. Looking good, Sean. Yeah, yeah, yeah. Now try to align your pen with mine. I'll try. No rush. This is tough. Mach ich jetzt? Ach, oh, ich muss in der Tiefe. Wenn deine Sicht festgestellt ist, drücke linke Maustaste. Your depth perception will always be affected. So you gotta try harder. Shit. Muss er näher. Yeah, I know. It's hard. Oh, come on. Boah, ist das fies. Hey, good job. Okay. Let's do it again. Boah, nur weil ich gesehen habe, dass er näher gekommen ist. Boah, noch näher. Yeah, that's enough. Oh, die Wahrnehmung, ja, ey. But remember, your depth perception will always be affected. Here, read this. Sind entlassen. Ich bin ein Pirat. Oh Gott. Hol mich heraus. Ich bin ein Pirat. Tent. Ich bin ein Pirat. Ich muss. I'm a pirate without a patch. Arr. I'd be more worried if you weren't such a smart ass. Well, I know it sucks for you, but it's time we release you. Sorry. Your vision has improved a lot. Now you don't really have severe side effects anymore. Yeah. That's just great. I do have to tell them the truth. But first, let's clean this dressing. Hey. Sure hope you're watching the door like your phone. Oh, come on. He ain't going nowhere. Great. All I do is watch him. Yes, true. Your job. Do you mind if we talk alone? Mind if I finish with my patient? He looks good for now, right? Just come back when I'm finished with him. Sure. I'll swing by later, Sean. Ganz hätte man nachdenken, ne? Das ist halt ja. Wenn er das Auge bewegt, bewegt sich ja, die Muskeln kontraktieren ja trotzdem im kaputten Auge. So, how are you feeling today, Mr. Diaz? Amazing. Did you find Daniel? I want to go over this again. What? I've been telling the same fucking story for 3 weeks. How much longer? Until it makes sense. Until you get it right. So, silence isn't gonna help you now. Listen close, Sean. Tomorrow you're going to Jolina Shore and you'll be arraigned in court for the murder of a Seattle police officer. You might spend the rest of your life in prison, or you can talk to me. Als ob es sie kümmert. Ich habe niemanden getötet. Unschuldig. Bis die Schuld bewiesen ist. Ich habe niemanden getötet. I didn't kill anyone. The end. So, who did? You do know. It's just, I can't. Was Daniel involved? Is that why you can't talk? No, no way. And you're absolutely sure your dad didn't go after the officer? Wurde getötet. Im Ernst? Yeah. He came outside. Then he was killed. That's what he did. Just guilty of being... Who knows? I hear you, but... You're sure you didn't get upset and go after the officer?
It happens. Jesus, no. Look at me. Okay, let's just jump ahead. Tell me what happened in that farm in Humboldt. The place looks like a tornado wiped it out. I've told you so many times. I have no clue why the place was trashed. I passed out. Plus three seriously wounded, along with you. And a missing child. Nobody's statement matches with each other. What? Sean. Ein vermisstes Kind? Throw me a bone here. Daniel. Can't you see I want to help? So you haven't found my brother? We might have some. Ach so, auf der Farm. You can help by telling me the truth. Okay. Fuck. The robbery. Whose idea was it? His or yours? Huh? Jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Wie tickt Sean? Sean würde sagen, wir alle waren's. Wir verpetzen, finde ich. Auch wenn er am Ende jetzt ein bisschen idiotisch war, aber wir verpetzen ihn nicht. Wir sagen aber auch nicht, dass es unsere Idee war. Oder es macht doch alles gar keinen Sinn. Warum müssen wir denn jetzt solche Entscheidungen fallen? Waren wir alle das? Waren das alle, oder? We all did. Meryl totally ripped us off. Not a good guy. That's what happens when you mess with drug traffickers. Daniel wanted to leave, but he's just a kid. And I didn't listen. Why didn't you try to get help? Go to the police? Oh, yeah. The police would help me. After they shot my dad and accused us of murder. Great plan. So Finn wanted to get revenge on Meryl, too. And what about Cassidy? Why was she into it? To get even? Sie war dagegen. Ich hab's versaut. Sie war dagegen. She was against the stupid plan. She had nothing to do with it. Your friends are learning the hard way. Wollte ich nicht. Wir haben das nicht verdient. I didn't want any of this shit. Now I gotta live with it. You're not alone, Sean. There are people that want to help. By the way, we contacted your grandparents in Beaver Creek. They can visit you after you're transferred. Might be a while, but you do have a support group. We couldn't track down your mother, though. Sorry. Good. Mm. What about Daniel? You said you had leads. I said might. Hold on. Daniel nicht finden. I gotta take this call. Hast ein bisschen, mein Freund. Sorry, Finn. Yes. She didn't want anything to do with this. Lucy Rose Jones. Heißt nicht Cassidy. Wonder what Meryl told the cops about the robbery. Jonathan Meryl. Sorry, Hannah. She lost her family for this. Hope the cops didn't mess with Penny. Prison would fuck him up. Tja. Dann hängen wir wohl jetzt hier kurz rum und warten, bis sie wieder reinkommt. Ich kann nicht aufstehen, ich kann nichts machen. Wir können uns die Bilder nur nochmal angucken. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt kommt sie. Naja. Okay. So what's going on with Daniel? You really have leads? Yes, we do. That's our job. The Bureau put his profile out over 4 states. So we are on the case. You lied to me. You have no leads. You have no fucking idea where my brother is. I don't lie, Sean. But you did. And your brother is paying the price. Lügt doch, das ist Quatsch. Fuck. You.
I'm done. Anyway, thanks for talking to me. I'll be back tomorrow to take you to Jolina Shore. Look out. I have to guard the guard now. Love it. Sit down so we can get this show going. So, how did your interview with Scully go? You mean interrogation? Who knows? Maybe Detective Flores wants to help. Maybe not. I just can't trust her. After what you and your brother went through, I don't blame you. Oh, this shit is all wrong, man. You've been out of the garden for 3 weeks now. We talk every day. I can see that you're a good person. Thanks, Joey. Want to tell that to the judges? I'm just saying, you don't deserve this. Now let's check this out. Uh-oh. The healing is coming along nice. Just gotta keep it clean for the next week or so. Simple. That's great. Seen the shrink this morning? What did she say? Nothing I want to hear. This will take time and rehab, Sean. You have to process first. Ugh. I can tell myself that shit. Clearly, I'm no therapist, but I've nursed patients with your injury. They all turned their anger into energy. You will too. Plus, the glass eye tech is pretty cool now. Ja, so unglaublich positiv. So positiv. I hear you. I'm trying to be positive. But it's so hard. I know. I do. But I promise there's a treat coming your way. Now, as for your wound, this is the last time you hear this from me. You have to clean it with sterile gauze and saline solution. Coat the area using the swab and cream. Ob Sean noch mal in den Spiegel geguckt hat, ob er das weiß, wie er aussieht. Das muss so ein schlimmer Moment sein. Then wrap it up with clean dressing. And you're the shit. Remember, you gotta do this. 4 times a day. I won't forget. I'm sorry about everything, Sean. Wish I could have done more. Dude, you saved my ass here. You're the only one I trust. It really helped. Cool. I'm glad when I can make a ch- Oh, shit. Emergency. I'm out. And no smoke break. Let's say our goodbye tomorrow. Oh, Sean, check out that towel. Got your name all over it. Catch you later. Er ist echt lieb. Joey. You are her boss. Joey's the only one who helped me get through this shit. Toller Typ. Handtuch. What? Wow. Haven't seen you in a long time. Mal gucken, ob wir da was Neues reingeschrieben haben. Wahrscheinlich nicht. I know I fucked Daniel over. Again. And now he's gone. Where would he hide out? Das ist echt krass, dass der 10-Jährige ist. By himself?
Stimmt, er ist jetzt 10, er hatte Geburtstag. He might go back to Seattle. But too far. Nowhere to go. If he tried to hook up with Claire and Steven, they would have definitely told me. Or the cops. Wait. What's that? Super Wolf? Huh? Does that mean? It means that Daniel. 23 Satz runter. Jacob somewhere? He's safe? I could see him again. Hatte ein paar Bier. Daniel schläft. Das gleiche jede Nacht. Er will mehr trainieren. Aber wir haben keine Zeit. Müssen uns verstecken. Es ist nicht leicht. Sean, ich habe mir eine Decke und ein paar andere Sachen aus deinem Zelt geliehen. Gebe ich dir zurück, wenn du für einen Superwolf-Comic herkommst. Er wartet auf dich. Jack. Jack. Das ist einfach mitten reingemalt. Reingeschrieben. Ist ja spannend. Die Seiten kennen wir schon. Die Seite kennen wir nicht. Die Nacht der Depression. Doch, Hammer. Alle haben ihre schlimmsten Erinnerungen geteilt. Alle fühlten sich scheiße. Was für eine wundervolle Welt. Bin wieder früh mit Danny schlafen gegangen. Wünschte mir, ich hätte mit den anderen. Ja, ja, ja. Alles klar. Das heißt, wir müssen zurück. Ich habe mir eine Decke und ein paar andere Sachen aus deinem Zelt geliehen. Gebe ich dir zurück, wenn du für deinen Superwolf-Comic herkommst. Jack. Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Das ist jetzt ein Rätsel? All I gotta do. Haven Point. Nevada. Hä? 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 Haben die neue Arbeit aus Europa, neuen Arbeiter aus Europa getroffen. Anna, Andreas und Ingrid. Oder Ingrid? Niedliches Paar. Da möchte ich gleich ins Ausland reisen. Eines Tages. Hatte eine lange Unterhaltung mit Jacob. Er ist wie ein kleines Kind. Er lebt in irgendeiner religiösen Kommune in Heaven Point, Nevada. Hier scheint es ihm gut zu gehen, frei. Ach, Jacob war der Religiöse. Ah! Oh Gott, der hat Daniel mitgenommen? Also besser als gar nichts. Also viel, viel besser, als dass Daniel einfach irgendwo in nichts hängt. Oh, was für ein Abenteuer.